Grüße, ich bin Grußfeuer, die Plattform für Eau de Cologne oder die letzte Eau de Parfums. Ich möchte heute ein Parfum präsentieren, Eau de Parfum von Montal Paris Oud Musk. Bitte seid gespannt und bleibt dran, abonniert meinen Kanal und gebt mir ein Like. Danke, bis gleich. Paris Oud Musk. Ich möchte euch erzählen, dass was die Kopfnote, die Herznote und die Basisnote besteht. Die Kopfnote besteht aus Ebenholz. Es ist wunderbares, gewachsenes Holz, das viel bietet. Es ist so einsetzbar, dass man es für die Gewinnung eines holzigen Duftes nutzen kann. Safran ist auch enthalten, ist zwar das teuerste Gewürz der Welt, aber eben auch selten. In der Herznote finden wir folgende Ingredienzen. Es ist übrigens eine Vorstellung für ein Parfum, das ich jetzt gleich herzeige. In der Herznote finden wir Moschus, das wunderbar in Symbiose mit Tier und Mensch einsetzbar ist. Es ist ein Aphrodisiakum, welches sowohl Tier als auch Mensch sehr anlockt. Darum ist es mit Vorsicht einzusetzen, denn es ist Bestand des männlichen Büffels. Und daher dosiert einzusetzen. Also ist Bestandteil des männlichen Büffels und daher dosiert einzusetzen. Und dann ist auch noch Oud in der Herznote enthalten oder von Adderholzbaum entstanden, der Wunden, die teilweise absichtlich zugefügt werden, also des Adderbaums, die Wunden werden teilweise absichtlich zugefügt, um das Harz oder eben das Oud zu gewinnen. Und schlussendlich die Basisnote, die wird gebildet aus Vetiver, erstens, der mit Vorsicht zu dosieren ist, um das Dufterlebnis länger haltbar zu machen. Und aus Ambra, vom Walfisch, der bis zu 250 kg an Körpergewicht haben kann, und sein Hormon wird dazu genutzt, um Smells, also Geruchserlebnisse, herzustellen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt und zeige euch noch das Parfum. Wie es ausschaut, schaut so aus. Das ist der Flakon. Das ist der sogenannte Splint oder Tapfen, mit dem man es sichert, damit es nicht gesprüht werden kann, weil es keinen Deckel besitzt. Und hier geht der Sprayer, der Atomizer. Es riecht sehr genauso, wie ich es beschrieben habe. Also wunderbar. Es riecht einsetzbar für vielerlei Hinsicht, für den Alltag, für Partys, für das Büro, für überall dort, wo man hingeht und sich das Dorf geben möchte. Die Freiheit dazu hat man ja. Man kann es nutzen, so wie man es gebrauchen möchte. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Gottes Segen. Und viel Spaß beim Ausprobieren der Düfte und ein wunderbares Dufterlebnis bei euren Düften. Und euer Manuel, Joel aus der Team. Also dann, vielen Dank, tschüss, baba.